Herzlich willkommen zurück. Danke, dass ihr reingeschaltet habt zur nächsten Folge Mad Max. Wir kümmern uns heute in dieser Folge um diese Begegnung, checken den Ödland-Sniper aus und den da oben auch, diese Vogelscheuche, und werden auch noch dieses Lager hier klar machen mit dem nächsten Bauteil unserer Mardenfarm für die Festung von Gutgash. Das ist der Plan. So geht's weiter. Wir haben ja in der letzten Folge dieses Lager komplett geräumt, was ganz geil ist. Wir werden auch hier gleich mal eine Abkürzung nehmen. Einfach nur, weil wir es können. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Oh, habe ich da gerade was Neues entdeckt? Ja, ne? Achso, warte mal, das ist nur die... Das ist nur die... Ah, wobei, vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Wobei, ich habe ein bisschen wenig... Wow, ist das denn geiles? Ich habe ein bisschen wenig... Nice. Da fahren wir mal durch, oder? Platsch, platsch. Kann ich so ein Geysir umfahren? Nicht wirklich. Ah, ich kann es kaputt machen. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus hier, diese grüne Suppe. Ja, hinter mir ist ein Sniper, würde ich gerade sagen. Na, na, na. So, unser Ziel war hier. Also warte mal, ich bin ja schon hier. What? Okay. Auch eine Art und Weise, in das Ding reinzubringen. Was ist denn hier los? Schreit nicht so rum. Da konnte von hinten, ja, ne? Ah, okay. Das ist eine weitere Bombenmission. Und draußen ist gerade irgendwas explodiert. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, habe ich die mit euch schon gemacht, diese Bombenmission? Das war auf jeden Fall eine Aufgabe, die ich bekommen habe. Ganz Mission, die ich jetzt hier gerade mitgemacht habe. Boom. Und ihr so da drin, ja? Ist das ein Auto, das ich noch mitnehmen kann, sag mal? Irgendwie habe ich hier dieses Bock. Irgendwie habe ich ja dieses Bock, genau. Irgendwie habe ich ja Bock. Naja, das Auto fahren wir jetzt da nicht rüber, würde ich sagen. Wir können uns mal... Was machen wir denn? Den Punkt muss ich noch reinnehmen, ja genau. Wir holen uns erstmal einen Sniper, würde ich sagen. Bevor wir es stehen lassen, ne? Machen wir es lieber kaputt. Steht da irgendwie drauf, diese Autos mal wegzuballern. Das hat er mal ordentlich Namen gemacht hier. Nice Move. Nur gegen die Wand hätte ich nicht fahren sollen. Gibt's irgendwas bei dem Sniper? Nee, ne.
Das sieht nicht so aus. Hat auch Munition, immerhin. So, da, dann hätten wir das auch. Gut, wir schnappen uns jetzt mal auf jeden Fall den Heißluftballon. Yes, sir. Da freut er sich, ne? Fällt mir aber gerade auf, irgendwo muss doch noch hier so eine Mission sein. Komisch. Ich habe ja gerade die Mission hier unten abgeschlossen. Hab dafür aber nichts bekommen. Irgendwo muss doch noch so ein Untergrundlager sein, oder nicht? Oder habe ich das schon geschafft? Selbst noch meine... Was ist das denn hier? Infobegegnung, sprich mit dem Öden, oder was? Da war ich doch in der letzten Folge hier oben. Das habe ich doch weggesprengt. Warum hatte ich die dann nicht? Sauerei. Naja, dann muss ich da wieder hoch. Aber erstmal machen wir mal wieder gemeinsam. Schon lange... Hier, oh, guck mal. Gegner. Machen wir gemeinsam mal wieder so einen Heißluftballon. Viele gibt es ja davon nicht. Wo ich da so reinschießen kann. Jo, geil. Oh, ne, kann ich nicht. Naja, einen haben wir schon mal rausgeholt. Was die mal so rumschreien müssen. Lecker, lecker Maden hier. Leibspeise. So, das Teil muss man erstmal hier runterfahren, würde ich sagen. Jo, das Ding geht auf jeden Fall schnell. So, rauf mit dir, Ralf. Ab in die Luft. Schön hier. Reek Hills. The ship. It looks peaceful from afar. But not seaworthy. So weit kann ich sogar gucken. Auf den, bis auf die Gutgeschwestung, alles klar. Gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Sieht nicht danach aus. Ah doch, hier. Eine kleine Vogelscheuche gesehen. Gut, fertig. Ein paar Sachen habe ich noch entdeckt, wunderbar. Wir sagen, dann fahren wir mal hier als nächstes. Suchen wir, jagen wir den Konvoi. Und dann haben wir uns die Vogelscheuchen, die vier. Und dann würde ich sagen, am Ende die noch das Bauteil. Kommt drauf an, wie lange ich brauche für die Vogelscheuchen und den Konvoi. Ansonsten wird die das Bauteil für die Madenfarm in der nächsten Folge abgecheckt. So, hier Bruce Willis-Style. Wow. Die Totenschellen sehen auch schön aus hier. Oh, da müsste eigentlich Schrott liegen, ne? Diese Taschen waren doch eigentlich immer Schrott. So, als erstes fahren wir da rüber. Das
direkt in der Nachbarschaft. Ab in den Kampf, meine Freunde. Voll geil, ich hab den einfach geschleppt. Wow. Falsche Richtung, Mist. Was ist denn hier los von der Riesenlage? Wow. Was für ein Gerät hier neben mir. Oh nein, da sind noch Sniper. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich glaube, das wird nichts sehen. Also langsam aussteigen. Wie so nett sind und mir hier ein bisschen Gesellschaft leisten. Ah, die Karre ist nice, die will ich haben, ey. Krieg ich die zurück? Sag mal. Kann ich damit auch schnell reisen? Kann ich das? Ich probier's mal aus, Leute. Ich hab's noch nie gemacht. Kann ich damit einfach zurückreisen in meine Burg? Schnellreise, wenn ich das Fahrzeug hab? Das wäre natürlich super easy. Muss ich nicht mehr fahren, warum bin ich da vorhin nicht drauf gekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, oder? Und die da vorne drinnen völlig am Rad, oder? Kann es sein? Oh, heilig, heilig. Okay, okay. Wir fahren weiter. Nee, ich glaube nicht, dass es mit dem Auto funktioniert hat. War ein bisschen einfach gewesen. So, wir schnappen uns mal wieder hier ein neues Ziel. Oh, guck mal hier. Transfertankanlage. Naja, zu der fahren wir hin und vielleicht haben wir Glück und treffen auf dem Weg noch den Konvoi. Auf jeden Fall sind wir jetzt besser ausgerüstet als vorhin, wie ihr seht. Fängt schon mal gut an, würde ich sagen. Ja. Wird ein heißes Gefecht. Ah, damit. No, oh shit, oh shit, oh shit. Nein.
Nein. Gerade noch bei eins raus. Ey. Wow, das Ding flambiert einen ja ganz schön dahin. Die hauen jetzt echt alle ab, ey. Wahnsinn. Ich hab gedacht, die machen mich jetzt eiskalt fertig, ey. Ich kann drüben ein bisschen schneller gehen hier. Ah, das dauert so ewig lange, ey. Ich muss unbedingt diese Mission machen, dass der Typ einfach mal schnell repariert, ey. Kann nicht wahr sein. I don't mean to question your sentiments, but the angel calls for our holy work to go on. Ich will diesen Konvoi noch haben, Leute, den jage ich jetzt. Das werde ich wohl noch schaffen jetzt. Nee, da sind nicht mehr viele, glaub mir. Entspann dich. Good job. Und die Putzcrew hat wieder ordentlich Schrott angesammelt. Was kriegen wir denn heute für ein Teil? Was ist das denn? Ein Sackschutz? Oh, sieht nice aus. Nehmen wir vorne. Ja, sieht sehr cool aus. Sieht sogar sehr cool aus, ja. Es wird aber orange ganz gut dazu passen, oder? Hier, aber ich glaube, ich habe keine anderen Farben mehr. Erst dachte ich immer, so Farben wären völlig egal, aber ja, hier. Das wäre das Top dort besiegt. Oh, okay, hier muss ich noch einige Leute erledigen. Naja gut, die Farben sehen ja ganz cool aus soweit. Rorsch wäre aber echt super nice für diesen Helm da vorne, oder? Das sähe mal richtig geil aus. Okay, wir gucken mal ganz kurz nach. Was muss ich denn hier erledigen? Und zwar steht der Passer dem Mann Opus mit der goldenen Kierung an. Zusätzlich vor, dass Top Dog besiegen. Cock locker. Wo ist denn fucking Top Dog, ey? War das hier oben? Ne, es war nicht hier oben, oder? Pink Eye, Top Dog, irgendwo. Das sind bestimmt irgendwie solche Gammlager, ne? Die müssen es wahrscheinlich sein. Ich glaube, die werden wir mal als nächsten Angriff nehmen. Diesen hier und diesen hier. Also die großen Lager. Ich glaube, da würden wir für jede Mission erstmal eine, wie soll ich sagen, ein Ding brauchen, ne? Eine Folge. So, wir fahren jetzt dann nochmal darüber. Holen uns diese kleine Mission ab. Halt, falsche Richtung. So, sag ich aufpassen, dass ich die nicht überfahre, diese Typen, ey. Hey du, was geht bei dir ab? Nah, I don't like it. Yellow, smell of steel is all over the place. Peeps from Balefire. Stealing our yellow. It's just not right. Now, I'm my own man. You wanna help me out? Split this stuff down the middle? Ah, schon wieder einer vorbeigefahren, wie ich das immer liebe, ey. Ich frage mich gerade trotzdem, was ich für eine Mission bekommen habe von dieser Tussi, die da mit mir Schrott teilen wollte. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall haben wir es erledigt. Was ist das hier nochmal? Todesfahrten. Genau, auch eine ganz wichtige Frage. Wollt ihr Todesfahrten sehen? Habe ich persönlich ja noch nicht so oft gemacht. Und gehen mir ein bisschen auf die Nerven manchmal. So, die Vogelscheuche holen wir uns noch, würde ich sagen. Wird mal wieder Zeit, das wegzureißen. Die Berge sehen auch richtig nice aus hier. Es gibt so viele coole verschiedene Landschaften hier in dem Game, muss man wirklich sagen. Ganz besonders das mit diesen Schwefelgeysieren, die wir da vorhin gesehen haben, fand ich richtig geil. Oder war es in der letzten Folge? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. So, Scarecrow, du bist dran, mein Freund. Was heißt mein Freund? Du bist nicht mein Freund. Nein! Ich hab's aus Versehen abgemacht, das wollte ich doch gar nicht. Naja, normal. Das wollte ich. Da vorne steht noch ein Auto rum, das geht natürlich so gar nicht. Gut, ich würde sagen, eine erfolgreiche Mission. Ich bedanke mich mal wieder fürs Reingucken. Hoffe, ihr hattet weiterhin, Spaß auf meinem Kanal. Checkt auch mal Fallout 4 aus und natürlich die alten Lakeside-Folgen genauso wie Exile. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, bis bald. Macht's gut. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn ihr es cool findet. Ciao.